In der heutigen Coffee Lecture beschäftigen wir uns mit den Digital Humanities. Mein Name ist Michael Freiberg, ich bin Referendar hier an der Uni-Bibliothek und wir werden einsteigen mit einer Definition der Digital Humanities, also ganz klassisch, uns natürlich auch mit der Geschichte beschäftigen. Dann schauen wir uns an, mit welchen digitalen Objekten wird da überhaupt gearbeitet. Und als kleines Beispiel liefere ich etwas aus der Welt der digitalen Edition, um dann zum Schluss noch ein paar weiterführende Infos abzugeben. Die Digital Humanities heißen ins Deutsche übersetzt ganz einfach digitale Geisteswissenschaften. Und unter diesem Begriff werden sie in Deutschland mitunter auch noch geführt, aber spätestens so in den letzten 3 bis 5 Jahren hat sich dann doch Digital Humanities als Begriff etabliert und andere Bezeichnungen verdrängt, also zum Beispiel E-Humanities oder Humanities Computing. Die Computerlinguistik können wir auf jeden Fall auch zu den Digital Humanities rechnen. Da kann man fast sagen, die sind da inzwischen subsumiert worden. Also der große Begriff und auch die Fächerbezeichnung sind die Digital Humanities. Zur Definition. Digital Humanities, das bedeutet der Einsatz computergestützter Verfahren in den Geistes- und Kulturwissenschaften. So einfach ist es. Und natürlich geht es auch um die digitalen Ressourcen, die bei dieser Forschung eingesetzt werden. Und natürlich darf die Reflexion nicht fehlen. Hier geht es vor allem um die Frage, sind die Digital Humanities eigentlich nur ein neues Werkzeug für Routineaufgaben, für lästige Routineaufgaben? Oder ermöglichen uns die neuen Verfahren und Methoden auch ganz neue Erkenntnisse. Die digitalen Objekte, das sind meistens Texte. Und wenn diese Texte nicht schon digital sind, also digital auf die Welt kamen, man sagt dazu auch digital born, müssen sie meistens erst vom Druck gescannt werden. Dann werden sie vom Philologen transkribiert und wie wir hier sehen, ist so eine Transkription in den Digital Humanities nicht das Abtippen eines Textes. Der große Teil davon sind sogenannte Auszeichnungselemente. Das heißt, der Text wird auch noch mit Metadaten beschrieben. Was ist hier eine Überschrift? Was ist hier Fraktur? Was ist Antiqua? Wo ist hier das Publikationsdatum? Wenn das alles fertig ist, entsteht daraus dann wieder ein Druck oder ein am Bildschirm gerenderter Text. Dass man mit diesen Daten noch viel mehr machen kann, werden wir später nochmal sehen. Ein Beispiel aus den Bild- und Kunstwissenschaften habe ich hier. Das ist aus dem Portal Kranach Digital. Hier sieht man sehr schöne Digitalisate mit den entsprechenden Metadaten. Hier nur ein Auszug. Es gibt aber auch Digitalisate aus den Ergebnissen moderner Untersuchungen. Zum Beispiel hier eine UV-Fluoreszenzfotografie, mit deren Hilfe eine Unterzeichnung unter dem Gemälde sichtbar gemacht worden ist. Und natürlich kann ich auch dank der hochwertigen Scans ins Detail gehen und mir alles sehr schön angucken und das Ganze am Bildschirm zu Hause. Und ich muss nicht dafür reisen. In der Musik gibt es, wie in den Textwissenschaften, auch Musikeditionen. Archäologen und Geschichtswissenschaftler haben sich auch um den dreidimensionalen Raum verdient gemacht. Das heißt, wir haben jetzt hier nicht nur Flachware, sondern virtuelle Rekonstruktionen zum Beispiel. In den Filmwissenschaften wird zunehmend das Thema automatische Bilderkennung interessant. Wir sehen hier, hier werden Personen, ein Pferd wird hier erkannt auf dem Bildschirm. Das dient dazu, Filmarchive zu erschließen. Wir haben da riesengroße Mengen von Filmen und niemand könnte die alle angucken und sagen, was da drin vorkommt. Aber mit diesen automatischen Verfahren erhofft man sich eine inhaltliche Erschließung. Zur Geschichte wollte ich kurz kommen, wie das alles angefangen hat. Es hat eigentlich angefangen mit der EDV. Das muss man mal feststellen. Also Digital Humanities gibt es nicht erst seit 10 Jahren. Es hat mit den Lochkarten angefangen. Das waren früher Datenträger. Und auf denen wurden dann auch schon lateinische Texte festgehalten und entsprechende Wortregister zum Beispiel hergestellt. Das schon in den 50er Jahren. Das Ergebnis waren dann lange Wortlisten, wie man das kennt, auf Endlospapier oder wer es noch kennt. In den 80er Jahren
war es dann mit der PC-Revolution möglich, am eigenen Arbeitsplatz zu Hause seine Texte zu verfassen. Das ist auch die Geburtsstunde von Microsoft Word, das ja bis heute das etablierteste Werkzeug in den Geisteswissenschaften ist, wenn ich das so sagen darf. Eine weitere Publikationsform, die dann in den 90ern aufkam, waren sogenannte CD-ROM-Editionen, hier jetzt von Goethes Faust. Das war auch alles sehr schön und inhaltlich und im Prinzip auch sehr gut aufbereitet. Das Problem ist nur, diese CD-ROMs können Sie heute nirgendwo mehr starten. Die laufen einfach nicht mehr, auch wenn Sie ein CD-ROM-Laufwerk haben. Das Internet, klar, hat die Welt revolutioniert, so auch die digitalen Geisteswissenschaften. Natürlich waren jetzt Bestände auf der ganzen Welt einsehbar, man konnte von überall zugreifen. Aber so ähnlich wie bei den CD-ROMs gab es natürlich einen großen Wildwuchs an Portalen und Formaten. Je weiter aber sich das Web entwickelt hat, das hier ist der Anfang, mit wenigen technischen Standards links und rechts sind wir in der Jetztzeit. Also es kommen immer mehr Standards hinzu, meinetwegen jetzt CSS oder so etwas. Und ähnlich ist das auch in den digitalen Geisteswissenschaften, wo sich zunehmend Standards etablieren. Das ist auch wichtig, denn aus der PC-Ära haben wir diese ganzen Dateiformate geerbt für Bilder, Texte, Videos. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Die kann man heute kaum noch öffnen. Insofern ist es natürlich auch für die digitalen Geisteswissenschaften wichtig, dass sie ihre Daten nachhaltig zur Verfügung stellen. Und da gibt es so einen Five-Star-Open-Data, so ein Prinzip. Und da sehen wir, der erste Schritt, es muss im Web publiziert werden. Der zweite Schritt, es muss maschinenlesbar sein. Der dritte Schritt, davon sprach ich eben, es muss in einen nicht proprietären Format vorliegen, also jetzt nicht das Word 2.0, sondern eben zum Beispiel ein XML, dann sollte es auf einem RDF-Standard basieren. Das bedeutet kurz gesagt, dass ich die Daten miteinander verknüpfen kann. Und sobald das technisch gegeben ist, soll ich sie natürlich auch mit anderen, die ähnliche verknüpfbare Daten bieten, miteinander in Verbindung bringen. Ja, das bringt uns nochmal ein bisschen zurück zu dieser Methodendiskussion. Wir haben die Digital Humanities ein bisschen kennengelernt, auch als Werkzeug. Ich kann damit jetzt gute Sachen machen und es vereinfacht mir die Arbeit als Geisteswissenschaftler. Aber es ist immer noch die Frage, entsteht dadurch jetzt neue Erkenntnisse? Und jetzt habe ich hier mal ein Beispiel mitgebracht aus der Welt der Stilometrie. Das ist die Auswertung großer Textkorpora mit statistischen Methoden. Und hier wurde zum Beispiel versucht, die Ähnlichkeit von Goethes Werken zu bestimmen. Und das ist schon ganz interessant, weil dieses Rad, also je weiter die Abstände werden, desto weiter sind die Texte voneinander entfernt. Und man sieht dann schon, dass sich das Frühwerk von Goethe oben gruppiert, wo die Abstände noch kurz sind. Und das Spätwerk dreht sich immer weiter auf. Das ist auch nichts Neues, das wussten wir auch schon vorher. Insofern ist natürlich auch ein bisschen die Kritik an den Digital Humanities berechtigt. Sind das wirklich neue Erkenntnisse oder beweist man nur das bereits Bekannte mit digitalen Methoden? Ich habe jetzt hier das Beispiel aus der Welt der digitalen Edition. Das ist die historisch-kritische digitale Faust-Edition. Wir öffnen jetzt mal hier die Szene Zueignung. Und wer den Faust kennt, wird wissen, es gibt da, also man ist nicht ganz sicher, heißt es denn jetzt in diesem Vers, mein Lied ertönt der unbekannten Menge Lied oder Leid. Das hat Goethe auch offen gelassen, das wurde mal korrigiert und dann noch wieder rückgängig gemacht. Naja, und in dieser digitalen Edition kann ich mir jetzt die unterschiedlichen Textzeugen angucken, also wo steht eigentlich Leid und wo steht Lied. Schauen wir uns doch mal an, wo Lied steht. Das steht in einer Druckfehlerkorrektur von Goethe, die wir hier im Digitalisat einsehen können, links, aber auch rechts in der Transkription. Ich kann das ein- und ausblenden, mir auch die Metadaten anzeigen lassen und sehe, das Ganze liegt im Weimar, im Goethe-Schiller-Archiv. Da könnte ich mir das dann nochmal im Original angucken. Jetzt schauen wir mal in die erste Gesamtausgabe von Goethe bei Cotta. Da heißt es dann nämlich noch Leid. Und diese Gesamtausgabe kann ich jetzt zum Beispiel in dieser digitalen Edition als XML-Datei runterladen. Da komme ich auf ein GitHub, das ist so ein Datenspeicher. Und das liegt in dem Format XML vor.
Das ist ein nachhaltiges Format, anders als Word. Das heißt, hier sind die Standards offen und klar definiert. Hier habe ich jetzt auch den Vers gefunden. Und das Ganze möchte ich jetzt mal weiterverarbeiten. Das ist einfach. Ich lade es mir als XML-Datei runter. Das ist nichts weiter als eine Textdatei. Und dann gibt es im Netz eine Menge von Digital Humanities Tools. Und da füge ich jetzt einfach diese XML-URL ein. Und der macht mir jetzt erstmal, weil ich das nicht konfiguriert habe, eine Auswertung nach Häufigkeit. Und na gut, was man sich auch denken kann, Mephistopheles und Faust sind die häufigsten Wörter in dem ersten Teil, wohlgemerkt. Was ich jetzt hier rechts oben mache, ich segmentiere den Text neu. Der hat mir jetzt so eine Voreinstellung geliefert mit 12 Segmenten. Ich mache das jetzt etwas feiner. Das sind nicht die Szenen, muss man dazu sagen. Das ist einfach nur ganz stur in gleiche Teile getrennt. Und jetzt lasse ich nur mal hier Faust und Mephistopheles sehen und sehe so zwei Peaks bei Mephistopheles. Und das ist schon das, was man erwartet. Das sind nämlich zwei prominente Szenen von Mephisto, nämlich Auerbachs Keller einmal. Und dann der zweite Peak, der Nachbarinhaus. Auch nicht wirklich was Neues, aber ich wollte nur mal kurz vorstellen, was man hier mit diesen Repositorien, mit den Daten auf die Schnelle so machen kann. Nämlich Worthäufigkeitsanalysen. Weiterführende Infos finden Sie bei dem Verband Digital Humanities im deutschsprachigen Raum unter digihum.de. Da gibt es jedes Jahr eine Tagung, die DHD, dieses Jahr in Frankfurt und Mainz, ist aber schon vorbei. Sie können sich über Studiengänge in Deutschland informieren. Es gibt Master- und Bachelor-Studiengänge in den Digital Humanities. Und ich möchte auch eine Einführung in die Digital Humanities empfehlen. Die gibt es hier an der JLU als E-Book, ganz einfach zu finden über Just Find mit Digital Humanities Einführung. Das war's dann auch schon. Ich bedanke mich und verweise nochmal auf den YouTube-Kanal der UB, wo Sie diese Coffee Lecture und viele andere nochmal in einer Aufzeichnung finden. Dankeschön.